Wolf Dietrich Swoboda, der Oberarchivar im Justizministerium, ist auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte, wo er jetzt seit mehr als einem Jahr die Akten der Bezirksgerichte auf Mikrofilm band. Swoboda ist im Allgemeinen urlaubsreif, im Besonderen heute jedoch sehr müde. Das darf ja nicht wahr sein. Ich ziehe gerade die Nummer auf Ihren Vorschein. Das ist zufällig mein Geburtsdatum. 30.11.26 haben sie drauf. Genau an dem Tag bin ich geboren. Den Vorschein müssen sie mir schenken, wenn sie so lieb waren. Gern, wenn ich dann aussteig. Das wundert mich aber, dass Sie ein 26er Jahrgang sind. Wie 60 schauen Sie nicht aus? Ich meine natürlich 26.11.30. Wissen Sie, ich lese alles von rechts nach links. Das bin ich so gewöhnt, weil ich so oft mit meiner Frau essen gehe. Da lese ich immer die Speiskarten von rechts nach links. Zuerst die Preise und dann erst die Speise. Wie 56 schaut es aber noch nicht aus. Danke sehr. Aber man weiß ja nie, was einen Menschen vorzeitig altern lässt. Danke, Fahrscheinkontrolle. Aufregung zum Beispiel, ja, könnt ihr bitte haben, sonst vergessen wir dran. Ich stecke Ihnen dafür meinen Fahrscheinkontrolle, bitte. Ja. Ach so, ein Zufall. Eine Vorkarte mit meinem Geburtsdatum. Also den heben wir auf sich. Das ist der reinste Geburtsschein für mich. Wiederschauen, danke Sie. Gern schön, wiedersehen. Fahrscheinkontrolle, danke. Gestatten Fahrscheinkontrolle, bitte. Danke. Danke sehr, danke. Dankeschön. Fahrscheinkontrolle, bitte. Bitte. Ja, was geben Sie mir denn da? Ein Rechnungszettel über 2,80 Schilling vom Konsumverein? Ist doch kein Vorkarten. Na und? Der hat mir geglaubt. Aber gehandelt hat er mich nachher. Er hat gesagt, dass ich mich geschwind beim Konsum einschreiben lassen. Vielleicht kriege ich für meinen Kassezettel 2 Hypothek Rückvergütung. Der Archivar, hör auf zu lachen. Ja, Herr Oberarchivar, Sie sind aber heute sehr empfindlich. Hast du schlecht geschlafen? Schlecht geschlafen. Kein Auge habe ich zugemacht. Aufhören! Was machen Sie denn da? Ich übe ein Trompetensolo. Ich werde nämlich heuer zu Silvester in unserer Kirche beim Turmblasen mitwirken. Der Herr Pfarrer hat mir versprochen, dass wenn außer mir niemand kommt, dass ich vom Turm habe ganz allein das Solo blasen darf. Und das muss ich um Mitternacht tun, weil bei Tag herrschen ganz andere Luftverhältnisse. Das Sie, hören Sie, was Sie wollen vom Turm zu Silvester blasen? Sie haben ja gar keine musikalische Ausbildung. Na, da wehren Sie sich aber. Wissen Sie was? Blasen Sie um 12 Uhr Mittag, da stehen die Zeiger am Kirchturm genau auf der gleichen Stelle wie um Mitternacht. Aufhören, habe ich gesagt. Ja. Der Todesangst entwickelt der Mensch übermenschliche Kräfte. Ja, aber dann hättest du noch schön ausschlafen können. Du vergisst den Kompressor. Was für ein Kompressor? Um 6 Uhr in der Früh fangen es bei uns zum Arbeiten an. Da läutet bei mir der Wecker. Nicht, dass ich ihn für 6 Uhr eingestellt hätte. Ich habe ihn überhaupt nicht aufgezogen. Aber mein Nachkastel fängt durch die Schallwellen von dem Kompressor so stark zum Zittern an, dass mein Wecker zitternd mitläutet. Da stehe ich auf. Ein Bettzeug brauche ich nicht durchzuschütteln, das zittert hier von selber aus. Richte mein Kaffeeschalerl her und mach mir einen Kaffee. Wenn der Kaffee fertig ist, kommt mir die Kaffeeschalen zitternd Tisch entgegen. Ich schütte den Kaffee hinein. Die beiden Löffel und dann Zucker dazu. Und während ich meinen Milchpaperl aufstelle, rührt sich der Kaffee von selber um durchs Zittern. Inzwischen zittern die Fensterscheiben. Mein Drahteinsatz fängt auch zum Zittern an. Ich trinke mit zitternder Hand meinen Kaffee. Mein Rachen wird zum Zitterrochen, mein Paperl wird zum Zitterpaperl. Und warum zitterst du so? Ich zitter nicht.
Ich lach. Herr Archivar, hier wird weder gezittert noch gelacht. Hier wird gearbeitet. Herr Jackson, Herr Kühlermann, bitte. Also, Herr Erzgustav. Ja, hohes Gericht. Für meinen Sohn tue ich alles, denn ich sehe meinen Sohn gewissermaßen als meine Verlängerung an. Verlängerung? Ja, Fortsetzung wäre vielleicht besser gesagt. Durch ihn schreite ich später einmal weiter auf dem Erdenrund, wenn mich schon lang die kühle Scholle deckt. Aha. Ja, und darum, bitteschön, ist mir für seine Ausbildung nichts zu teuer, aber das Gymnasium, wo er hängt, ist eine Katastrophe, bitte. Die haben keinen Geografieprofessor. Die haben überhaupt einen solchen Professorenmangel, dass die bereits verschiedene Gegenstände gleichzeitig unterrichten müssen. Also zum Beispiel Gesang und Geometrie. Die sitzen da und zeichnen Dreiecke und singen dazu. A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat, ist gleich C Quadrat, sonst wird nicht da. Und der Professor, der spielt dazu auf dem Harmonium. Das stelle ich mir ganz harmonisch vor. Oder bitte, Mathematik und Religion. Also, da kommt er neulich nach Hause mit einer Hausaufgabe, die stelle ich jetzt Ihnen, hohes Gericht. Wenn bei der Bergpredigt 200 Körbe mit Fischen und 400 Brotlaibe verzehrt wurden, wie viel musste jeder der 12 Apostel an Körben einsammeln, wenn angenommen wird, dass 64 Körbe von den Gläubigen nicht zurückgegeben wurden? 64 sind nicht zurückgegeben worden, sagen Sie? Jawohl, hohes Gericht. Eine ziemliche Unterstellung, wenn man bedenkt, dass das ja eine biblische Gesellschaft war. 200 Körbe insgesamt. Jawohl. 12 Apostel? Bitte, sowas lässt sich ja ausrechnen, nicht? Aber was ist mit Geografie? Ich frage neulich meinen Sohn, bitte, wo liegt Ecuador? Ecuador, sagt er, das ist ein ganz schmales Land, das sich rings um den Erdball zieht. Aber Gegenstand dieser Verhandlung ist doch der Nachhilfeunterricht in Latein. Ja, eben. Bitte, schuld sind die hohen Anforderungen, die man an so einen Gymnasiasten stellt. Nicht? Weil hauptsächlich geht es dabei um den Livius. Also der Livius sollte meiner Meinung nach in der zweiten Klasse noch nicht gelesen werden. Livius war ein römischer Geschichtsschreiber. Und wenn man so liest, was der für römische Geschichten geschrieben hat, dann sieht man sofort, der Mann hat nicht für die zweite Klasse geschrieben. Der hat für die oberen Klassen geschrieben. Wenn der gewusst hätte, dass man ihn in der zweiten Klasse lesen muss, der hätte doch nicht so kompliziert geschrieben. Und darum braucht mein Sohn, obwohl der Primus in der 2b ist, auch in Latein, eine Nachhilfe. Kommen Sie zum Punkt. Ja, selbstverständlich. Bitte sehr. Die einfacheren Sachen, die kann ich ja mit ihm durchgehen. Etwa also alles, was mit Wasser zu tun hat. Aqua, ne? Aquarium, Aquarell, Aquage. Das ist ein kleiner Witz von mir. Ja, das geht. Aber die schwierigeren lateinischen Sachen, das kann ich. Ich bin ja kein Pfarrer. Die Eltern der Studentin klagen auf Zahlung des Resthonorars. Sie haben sie angeblich vorzeitig heimgeschickt? Ja, das habe ich. Ja, ich wollte sie eigentlich gar nicht nehmen. Aber mein Sohn ist nach Hause gekommen mit ihr, hat gesagt, die kann ihm eine Menge beibringen. Sie ist die Tochter von einem gebürtigen Lateiner. Zu Hause wird bei der nur Lateinisch geredet. Die grüßen mit Salve. Und der Hund heißt Cäsar. Und statt einer Tür haben die ein Portal. Warum haben Sie die Studentin vorzeitig heimgeschickt, möchte ich wissen. Ja, bitte, schauen Sie, hohes Gericht. Dieses Mädchen ist, Verzeihung, aber nur mit der amerikanischen Währung zu vergleichen. Sieht gut aus, ist aber nicht viel wert. Pardon, ich komme neulich nach Hause. Geht sie gerade fort mit meinem Sohn? Ich frag, quo vadis? Sagt sie, tanzen. Wir lernen heute Latein, amerikanische Tänze. Sag ich noch, da war aber der Livius wichtiger. Da sagt sie drauf, de gustibus non est disputandum. Das heißt, Herr Gustav, mit Ihnen kann man nicht diskutieren. Da habe ich gesagt, bitte, salute, und habe ihr den Abschied gegeben. Weil dieses Mädel hätte ja mich noch zum Pater Magnus gemacht, nicht zum Großvater. Herr Bezirksanwalt? Der Studentin steht das ausgehandelte Honorar in voller Höhe zu. Da nicht mehr feststellbar ist, wie weit der Sohn des Angeklagten bei einem eventuellen Techtelmechtel selbstinitiativ war. Ah, da schau her. Da kann man nur sagen, Bella Justitia, schöne Gerechtigkeit. So.
seid ihr für eine Geben als Frauen, als Richter. Ich meine, der Nächste bitte, Herr Leopold Walch. Herr Leopold Walch, bitte. Herr Leopold Walch, Sie sind wegen Mundraub angeklagt. In Ihrer Sache ist da ein Brief eingegangen. Wo haben wir denn den? Ah ja, danke. Den möchte ich gern vorlesen. Bitte, darf ich das machen, Frau Rath? Sind Sie Frau Elfi Kraus? Bitte, kommen Sie. Gehen's, Herr Richter, sind so lieb und verzeihen's den kleinen Dieb, der mir in Wien-Donaustadt rein mit Gulasch gegessen hat. Das Gulasch stand am Fensterbrett, ebenerdig, scharf und fett. Und dabei gefühlt, ich hab mir die Haare, hat vertügt er's, so wie es war. Zwei Passanten auf der Gasse haben ihn gleich verhaften lassen, aber ich, die es gekocht will, nicht, dass er eingelocht, sondern freigelassen wird. Ich bin nämlich jetzt geschieden und ich habe es vermieden, einen neuen mir zu suchen, weil die Herren alle fluchen und behaupten, Mann für Mann, dass ich gar nicht kochen kann. Keiner will mein Gulasch essen. Alle sind sie drauf versessen, in der Liebe sich zu messen. Und kaum haben sie mich besessen, schleichen sie sich heimlich fort in ein Wirtshaus, essen dort. Nur der eine, so weiß ich, selbst ein junger Witwer ist und mich immer freundlich grüßt, dieser ging, heute leicht berauscht, jetzt wird die Sache aufgebauscht, an meinem Fenster still vorüber. Er roch das Gulasch, dacht, mein Lieber, hier duftet's wie auf Ungarn reisen und tat das Gulasch gleich verspeisen. Ein solcher Mann schätzt meine Werte. Drum zeigen Sie nun keine Härte und lassen Sie den Schlingel laufen. Ich will inzwischen für ihn kaufen viel Zwiebel, Rindfleisch, halb und halb. Und wenn er will, auch gern vom Kalb. Ich werde bestens für ihn sorgen. Am liebsten heute schon als morgen. Will alle Schmanker für ihn richten. Und wie Sie sehen, ich kann auch dichten. Ich lade Sie zum Hochzeitsschmaus, Herr Rath, Frau Rath. Es grüßt Frau Elfi Kraus. Im Namen der Republik, er geht hier mit Freispruch. Und ich freue mich auf die Einladung. Nikarek versus Wolf. Nikarek und Herr Wolf, bitte. Herr Hans Wolf. Bitte. Hohes Gericht, bitte. Ich bin unschuldig. Ich weiß, das sagt ein jeder, aber bitte, ich bin wirklich unschuldig. Bitte, das alles ins Protokoll zu nehmen. Natürlich, Herr Wolf. Bei uns kommt alles ins Protokoll. Herr Pekarek lässt sich wegen schwerer Erkältung entschuldigen. Aha, der privatbeteiligte Herr Pekarek ist wegen einer schweren Erkältung nicht erschienen. Wir können aber trotzdem verhandeln. Es liegt alles schriftlich vor. Ich rufe den Zeugen Klaus Initzer. Zeuge Initzer, bitte. Herr Initzer, Sie sind der Wirt des Stern? So ist es. Herr Initzer, Sie haben da als Zeuge zu Protokoll gegeben. So ist es. Ich bin unschuldig, Frau Rath. Und bitte, das muss ins Protokoll. So ist es. Ruhe. Sie haben als Zeuge zu Protokoll gegeben, dass Herr Wolf schon bei seinem Erscheinen im Stern Schwierigkeiten machte. Können Sie uns das einmal schildern? Halt, Entschuldigung. Bei mir kommt mir kein Hund mehr rein, Herr Wolf. Warum? Sie sehen, ich habe da eine Tafel an der Tür mit einem Hundskopf drauf und drunter steht, ich darf nicht hinein. Was heißt I? Da ist ein Schäfer drauf und ihr werdet spitz. Lieber Herr, es gibt so viel Hund. Ich kann mir nicht von jedem Hund ein Bödel aufhängen. Ein symbolischer Schädel muss genügen. Na, so ist es wieder nicht.
Ich bin Kinobilitär, wie Sie wissen. Ne? Und wenn wir bei Jugendverbot nur ein jugendliches Bild heraushängen hätten, wo drunter steht, ich darf nicht hinein, und da schau ich dir lieber aus. Da müsst ihr mich dauernd mit den Buben herumraufen, weil jeder hätte sagen, das am Bild bin ja nicht ich. Sie sehen, ich habe einen Herrn drin. Der ist auch mit einem Hund da, mit einem Dackel. Obwohl ein Dackel kein Schäferhund ist. Der hat ihn draußen auch. Obwohl ein Dackel kein Schäferhund ist. Den Herrn drin kenne ich. Das ist der Herr Schäfer. Dem Moment, wo der sieht, dass ein Schäferhund nicht hereintirft, lässt er sein draußen. Ne? Aber ich hasse ja nicht Schäfer. Ich hasse Wolf. Ja. Ja. Wenn ich einen Wolfshund hätte, dann lässt er den vielleicht auch draußen. Aber nicht meinen Spitz. Da müssen schon einen Spitz aufhängen, damit ich meinen Anhänger. Nein, nicht herum an mir, sonst wäre ich zum reißenden Wolf. Und wenn Sie der Graf Jamski wären, bei mir nicht. Fass, Nero. Nero, fass. Jetzt fass. Verlieren Sie aber die Fassung, Herr Wolf. Herr Wolf? Wie immer. Aber das Graf Jamski nehmen Sie zurück. In Ordnung. Oberzahlen, bitte. Geh, okay, Hans, sag einmal. Was ist eigentlich höher? Ein Baron oder ein Fürst? Ein Graf. Okay. Ein Graf ist ganz was anderes. Ein Graf ist ein von. Graf von Luxemburg zum Beispiel. Mich interessiert, wer höher ist. Ein Baron oder ein Fürst? Ein Graf ist auf jeden Fall höher. Weil? Luxemburg ist ein Land. Ein Baron hat ja kein Land. Der Graf von Luxemburg ist eine Operette. Luxemburg ist eine Operette? Ich bin heuer im Sommer durchgefahren. Willst du mir sagen, dass ich in einem Theater auf Urlaub war? Das sagt nicht immer Luxemburg. Luxemburg. Xem oder Lena. Das ist wichtig. Das ist ein Erzherzogtum. Der Graf von Monte Cristo, ja? Der hat sogar eine Insel gehabt. Seine Freundin hat Mercedes gehasst, das genügt mir. Ich lass mich doch angelangt mit deinem Grafen. Ich rede von einem Baron und von einem Fürsten. Ein Fürst muss mehr sein, weil es gibt ein Fürstentum. Ein Liechtenstein. Da bin ich heuer auch durchgefahren. Das ist kürzer wie die Liechtensteinstraßen. Eine englische Grafschaft ist auf jeden Fall größer. Geh, du Chopperl. Weißt du, was der Fürst Esterhazy für Ländereien hat? Der Esterhazy ist kein Graf. Aber der Rothschild ist ein Baron. Gegen den ist der Esterhazy nur ein Schrebergartler. Hans, gib's auf. Du bist heute wohl einmäßig total ungebildet. Könnt ihr bitte noch was zum Trinken haben? Ein Fürst hat ererbte Ländereien. Der Rothschild muss es kaufen. Ich war lieber den Rothschild sein Bauer als den Esterhazy sein Thronfolger. Prost, Herr Wolf. Wein muss man beißen. Hm? Jetzt schaut's euch den Luxel an. Ja, sehr schön. Ja. Wie die gescheit schauen, hä? Direkt stolz ist der Obere. Aber immer wachsam. Die Untere ist anscheinend der Weiberl, weil es gar so eitel ist. Die weiß genau, dass fotografiert wird, was? Das sind keine Luxeln. Das sind zwei Iltisse. Die Luxeln sind viel größer. Die kriegen du auf die Seite gar nicht auf. Du hast halt echt einen Intelligenztag. Was hat denn das mit der Größe zu tun? Ich habe einmal einen Elefanten auf einer Briefmarke gesehen. Da wird man doch noch auf einer Zeitung einen Luchs abbüdeln können. Schau, wie er die Ohren spitzt. Als wenn er dir zuhören wird, was du heute für einen Stuss zusammenrissst. Ja, ja, an Wein muss man beißen. Wenn einer die Ohren spitzt, deswegen ist er noch lang kein Lux. Der Bäckerig spitzt auch seine Uhrwaschen. Und trotzdem gehört er zur Familie der Rebläuse. Was man an seiner roten Nase sieht. Ich wundere mich nur die ganze Zeit über eure zoologischen Kenntnisse, meine Herren. Weil das sieht ja jeder Tafelglasler, dass das eine ein Marder und das andere ein Waschbär ist. Ja, das, oder was ist noch in einem zoologischen Tiergarten? Ist zwar? Also,
Zoodirektor brauchen Sie da keinen spielen. Denn wenn Sie in den Zoo gingen, so ist das sowieso nur ein Verwandtschaftsbesuch bei den Ofen. Ich meine, lass mir es noch einreden, dass die Tiere da in der Zeitung anders ausschauen wie in der Natur. Aber ein Waschbär kann nicht dabei sein, weil der ist ja ganz weiß. Ja, wenn er sich gewaschen hat. Den da haben sie halt als ein Ungewaschener fotografiert. Oder nach dem Urlaub, wie er noch braun war. Und die Affenanspielung, die können sie unterlassen. Sonst wasche ich da nicht. Ja, mein Becken. Ist schon recht, Herr Bäckerin. Ja. So. Prost. Schauen Sie, ich weiß ja gut mit Ihnen. Warum saufen Sie denn in den Wein gar so gar hoch? Weil Sie haben viel Späße von Ihnen, ein herrlicher Wein, teures Haar, und Sie saufen mir morgen bei einem Wasser. Das ist irgendwie undankbar. Ich meine, schauen Sie, beim Wein darf man nicht hudeln. Ich finde nicht. Ich hudle ja nicht. Aber ich werde Durst. Und wenn ich einen Durst habe, brauche ich für ein Viertel vier Schluck. Wenn gut voll eingeschenkt ist, fünf Schluck. Schauen Sie. Am Wein müssen Sie beißen, dann nutzt gar nichts. Aber es ist so, wenn Sie wieder einmal keine Zeit haben, dann saufen Sie wieder einmal. Zeit. Saufen Sie einen Spritzen. Schraufen Sie einen Rang Spritzen ein, den können Sie auf einmal runtersaufen wie das Wasser. Das ist ganz egal. Ja, ist schon recht, Herr Becker. Prost. Ist es noch ein, wenn Sie ganz pressiert sind. Dann saufen Sie halt einmal ein Bier. Ist ja nichts dabei. Ich mag kein Bier. Wollen Sie eher Bier? Ich mag auch kein Bier. Aber es ist was, schauen Sie, beim Bier ist das alles ganz einfach. Sie schauen Sie auf die Bayern, nicht? Schau ich nicht. Weil die saufen Sie aus einem Liter Krug, nicht? Schrauben Sie die einen Liter auf einen Sitz rein und sind absoffen. Das ist Wahnsinn. Jetzt lass es endlich mein Ohr machen, sonst passiert was. Schauen Sie einen Moment an. Wenn Sie den Wein nicht beißen, dann sind Sie kein Weinbeißer. Schauen Sie, das nutzt ja nichts. Bei einem Spritz ist es anders, erkennen Sie ihn gar nicht. Bei einem Bier ist es anders. Hallo! Sie Schwein, Sie. Danke vielmals. Sie, Herz, jetzt haft er mir noch mein Wein aus. Der mit seinem Schmied da mit seinem. Ich hätte natürlich auch sagen können, helf Gott, das war es, nicht? Aber warum soll ich? Der Mann, der geht immer in die Wirtshäuser herum, nicht? Und wenn er wo ein Glas Wein sieht, nicht, dann lehnt er sich zu und fängt zum Niersen an. Nicht? Natürlich trinkt keiner mehr seinen Wein aus, nicht? Die meisten sagen, den können sie haben, nicht? Er entschuldigt sich und sauft ihn aus, nicht? Das macht er jeden Tag, bis er seinen Rausch hat. Bitte, Frau Rath, ich bin unschuldig und bitte, das ins Protokoll zu nehmen. Ja? Ich verhänge eine bedingte Geldstrafe. Danke, bitte. Der Privatbeteiligte wird mit seinem Schmerzensgeldanspruch auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Hätte mir wahrscheinlich auch vergessen. Das nehmen Sie jetzt bitte nicht ins Protokoll. Der nächste Fall, Kleebinder versus Stölzl. Der Waschmittelverbrauch steht im direkten Zusammenhang mit der Härte des Wassers. Bei dem weichen Wasser braucht man weniger Pulver und bei dem harten Wasser ein bisschen mehr. Sagen Sie, wie hart ist das Wasser da bei uns? Da steht nämlich, im Norden ist das Wasser härter als im Süden. Alaska hat angeblich das härteste Wasser. Ja, besonders im Winter, wenn es gefroren ist. Das sind doch Sie. Aber ja, Sie sind von daheim weggerannt. Das ist besser, wenn Sie wieder heimgehen. Ihre Frau macht sich Sorgen. Kinder haben sie auch. Was führen Sie denn für Tanz auf und rennen fort? Jetzt, ich glaube doch nicht, dass das ist. Ich habe eine entfernte Ähnlichkeit mit ihm, aber allein die Haarfarbe ist anders. Sie werden ihn ja heute gefärbt haben. Sie sehen doch, dass ich kein gefärbtes Haar habe. Wahrscheinlich haben sie ihn ja schon vor der Hochzeit gefärbt. Weil sie ihn ja denkt haben, irgendwann, Porsche ab.
Und jetzt tragen Sie wieder Naturfarbe. Gehen Sie doch heim. Es kommt nichts Besseres noch. Ich bin hier mit meiner Frau verabredet. Bitte geben Sie auch Ruhe. Ja. Außerdem steht hier, der Mann ist 1,95 groß. Ich bin 10 cm klein. Ah, mit der gebückten Haltung werden Sie mich nicht täuschen. Buglert und Nierwach dastehen, das bringt mindestens 8 cm. 2 cm kommt auf die Frisur. Auf dem Bild da tragen Sie noch gelocktes Haar und jetzt einen Törlingenscheitel. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man so herzlos sein kann und drei Kinder in Kraut lassen kann. Ich bin selbst Familienvater. Wenn Sie jetzt nicht schön schauen, dass Sie heimkommen, dann mache ich noch fürs. Tückischer Täuscher. Hat anders gewandt, eine andere Frisur, ein anderes Gesicht. Und glaubt, er kann damit einen erklärten Familienvater übernehmen. Bei mir werden Sie kein neues Leben beginnen. War noch schöner. Später ein frisch geborener. Vielleicht gehen wir in Australien und wir können Ihnen Schroppen da holen. Tschüss. Abend, Herr Müller. Ich bin die Frau Anschl vom Heiratsinserat. Fescher Mensch sind Sie. Genauso habe ich mir ihn auch vorgestellt. Na, hören Sie, ich heiße nicht Müller. Wieso kommen Sie auf die Idee, dass ausgerechnet ich der Müller bin? Ja, jetzt mach ich keine Witz. Sexy, eine Zeitung haben Sie in der Hand, groß sind Sie, schwarz sind Sie. Na, einen Goldzahn haben Sie auch. Warum verleugnen Sie ihn, Herr Müller? Bin Ihnen nicht schön genug? Haben Sie Ihnen was Besseres erwartet? Scheint's doch nicht so. Das ist heute schon die zweite Verwechslung. Wenn ich Ihnen sage, dass ich nicht der Müller bin. Man wird doch noch eine Zeitung in der Hand halten dürfen, ohne dass an die heiratslustigen Weiber überfallen. Bitte schön, da sitzt noch ein Schwarzer mit der Zeitung. Vielleicht ist das der. Aber Sie sind Hans und kein anderer. Streiten Sie es nicht an. Sagen Sie gleich, gefallen Ihnen nicht und passt. So schön sind Sie auch wieder nicht. Und Bauch haben Sie wie ein Bierfassel. Von dem haben Sie mir nichts geschrieben. Na, jetzt geben Sie Ruhe. Sie aufdringliche Witwe. Meine Frau wird gleich kommen. Wenn die mich da mit Ihnen sieht, habe ich den größten Wirbel. Was? Ah. Heiratshans. Sie Schwindler. Sie Bigamist. Sie. Mitgift jeder sieht. Auf meine Ersparnisse haben Sie so gesehen gehabt. Woher wissen Sie denn, dass ich eine Witwe bin, wenn Sie nicht der Müller sind? Am liebsten ließ er die Sie verhoften. Mit meinem Herzen spülen Sie nicht wie mit einem Fetzenlaberl. Sie. Frau Rätin, die Frau hat dann auf mich eingeschlagen, mindestens 20 Minuten. Obwohl auf dem Posterl draufstanden ist, nur ein Viertelstündchen. In der Zeit ist der echte Heiratsschwindler geflüchtet. Aha. Ich höre gerade, der beschuldigte Stölzl ist nicht erschienen. Die Verhandlung wird bis zu seiner Dingbarmachung vertagt. Die Causa Pilz versus Frommwald. Herr Pilz, bitte. Herr Pilz, Hermann, Sie klagen gegen den Glasermeister Matthias Frommwald. Jawohl. Und ich zahle auch die Rechnung nicht. Ja, wie kam es denn zu dem Streitfall? Moment. Bitte. Es war so. Fritz? Ich komme. Grüß Gott. Es muss bis eins fertig sein. Stimmt was nicht? Stimmt was nicht? Sie haben das Bild falsch gerahmt. So wie Sie das Bild gerahmt haben, schaut es nämlich aus, als würde der Gewichtheber das Hantel heben. Ne? Aber auf dem Bild liegt nämlich das Hantel am Boden und der Gewichtheber macht einen Handstand drauf. Ja? Das ist nämlich der künstlerische Effekt überhaupt von dem ganzen Bild. Das müssen Sie mal umrahmen. Ja, ich war gleich drauf. Dann müssen Sie aber noch mal dafür zahlen. Weil wenn das so ist, wie Sie sagen, dann ist das kein Bild, sondern ein Fixierbild. Wieso? Dann müssen Sie noch mal dafür zahlen, lieber Herr. Nein. Nächste Mal bringen Sie mal einen Dampf und sagen dann, das ist ein Unterschied. Hallo, bleiben Sie doch. Außerdem
ist das Bild überhaupt nichts wert, weil es nicht signiert ist. Normalerweise erkennt man ein Bild an der Signatur, die ist immer rechts unten. Das Bild ist nicht signiert und Sie wollen mal einreden, ich hab's verkehrt gerahmt. Bleibst du? Das Bild ist signiert. No. Der Künstler heißt Otto Holl und sein Name steht abgekürzt am Gürtel des Athleten. Sehen Sie das nicht? Ja, Oho. Auf dem Gürtel steht Oho. Das können Sie lesen, wie Sie wollen. Das heißt immer Oho. Ja. Wollen Sie mich pflanzen? Für Scherze habe ich keine Zeit. Ich scherze nicht. Das Bild heißt Ausgleichssport. Der Maler signiert mit Oho und der Stemmer steht Kopf. So, schau rein. Da können Sie sich am Kopf stören. Der steht Kopf. Das müssen Sie doch an den Haaren sehen, dass der einen Handstand macht. Die hängen nämlich nach unten, die Haare. Das kann genauso gut eine Stoppelfrisur sein. Wenn man schwer hebt, stellen sich oft die Haare auf. Aber Sie mit Ihrer Milchflaschelfigur können das ja nicht wissen. Wahrscheinlich haben Sie mir's verkehrt daherbracht. Weil Sie mit alle zwei Händen wie ein Scheibtruch nicht nachgeschleppt haben. Sie mit Ihnen, oho, verzupfen Sie ihn und machen Sie einen Handstand. Aha, aha. Ja, Sie hören von mir. Sie hören von mir. Ich habe also mit dem Bild in der Hand wortlos das Geschäft verlassen. 3 Tage später schickt mir dieser Herr eine zweite Rechnung. Ich zahle es auf keinen Fall. Ich verlange für dieses Gemälde einen Sachverständigen vom Gewichtheberverband. Nach Kenntnis der Sachlage würde ich Ihnen empfehlen, Herr Frommwald, Ihre Kostenrechnung zurückzuziehen. Also zeigen Sie mir jetzt einmal dieses Bild, Herr Pilz. Der Fahrrad. So. Na, jetzt ist es meine Schuld, ne? Würden Sie Ihre Klage zurückziehen, wenn ich Sie hiermit privat beauftrage, das Bild neu zu rahmen? Einverstanden, Frau Rath. Aber bitte richtig, wenn ich bitten darf. 45 Euro zu stellen. Herr Drechsler, Herr Rutger, bitte. Herr Drechsler? Ja, ja, also hier. Sie sind Herr Drechsler. Jawohl. Herr Drechsler, betrachten Sie doch bitte den Beschuldigten noch einmal ganz genau. Ist es wirklich der Mann, der nachts im Stadtpark einen Strauß Blumen gepflückt hat? Jawohl, ja. Ja, ja, er ist. Rosen hat er gestohlen. Die, was wir zwar zahlen müssen, Frau Rath, von unseren Steuergeldern. Bitte, der lügt doch wie gedruckt. Das war nicht ich, Frau Rath, das war ein anderer. Haben Sie nicht gehört? Sie sollen mich betrachten. Warum betrachten Sie mich nicht, was die Frau Rath von Ihnen verlangt? Schauen Sie, Ihnen brauche ich gar nicht betrachten, weil ich Ihnen kenne auswendig. Ich hab's genau gesehen, wie Sie ein Stammerl nach dem anderen abgerockt haben. Bitte sehr, wenn einer Rosen da. Hätte nichts gesagt, nicht. 2 lasse ich auch noch, 3. Ja, auch 3. Aber bitte, wie ich gesehen habe, dass der Herr ein Nimmersatt ist, habe ich einen Wachmann verständigt. Um mein Geld, für mein Geld schmücken Sie ihn nicht mit fremden Rosen. Sie wollen mich indefizieren? Mich wollen Sie indefizieren? Ich möchte wissen, wem Sie indefizieren wollen. Sie waren damals so betrunken, dass Sie es dreifach gesehen haben. Zu den Inspektoren, der gekommen ist, haben sie gesagt, meine Herren, umstellen Sie das Rosenbett. Da sind ein paar Dieb drin. Reden Sie mich nicht an, ja? Reden Sie mich nicht an, weil ich bin Zeuge. Und Sie dürfen mir nur anreden, wann für Frau Rath Ihnen das erlaubt. Herr Zeuge, jeder kann sich irren. Rekapitulieren wir mal. Ich kapituliere nicht. Ein Buschen Rosen oder Sie abgerockt. Bitte, ich habe wegen einer Rosen hätte ich nichts gesagt. Ich hab gesagt Reh. Schauen Sie, 2 Rosen. Ich hab gesagt Reh. Sub Reh. Da sag ich Sub Reh. Weil ich hab's ganz genau gesehen. Auch wenn ich einen Rausch gehabt hab. Weil ich bin ein Mensch, Frau Rath, der was, wenn er einen Rausch hat, gerne ein Auge zudrückt. Aber schauen Sie, in dem Moment, wo ich ein Auge zu hab, sehe ich nichts mehr doppelt. Aber nichts. Können Sie Ihre Aussage unter Umständen beeiden? Ja. Na ja. Ja. Also unter Umständen schon. Ja. Aber
Bitte unter diesen Umständen nicht, weil Sie wissen eben, in dem Moment wohl schwer, sind wir eine Schwur gerecht. Da kann der Herr 20, 30 Jahre kriegen, ne? Kann ich nicht verantworten, das tut mir leid. Wegen ein paar Rosen. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Rutger, warum haben Sie denn diese Rosen überhaupt gestohlen? Das ist eine lange Geschichte. Hohes Haus. Wir wollen sie trotzdem hören. Also die Geschichte war so, ich bin mit der Eisenbahn gefahren und ich bin mit so einem Herrn in Abteil. Das ist ein interessanter Schmuck. Die nerven hätte ich nicht. Wie viele Kugeln müssen denn in die Löcher rein? Das sind keine Kugeln, nicht? Das sind Mäuse. Na, jetzt ist Maus. Ernst. Für so ein Viecherl ist ein Zug nichts. Die Bettlerei, nicht? Wie wollen Sie bei der Bettlerei eine Maus in das Loch reinbringen? Die Bettlerei, die macht überhaupt nichts. Das Kasbrot. Mit dem Kasbrot geht keine Maus in die Löcher rein. Immer wenn ich ein Kasbrot ist, da bleiben sie alle heraus. Das habe ich schon oft bemerkt. Wollen Sie damit sagen, dass die kleinen Plastikmäus den Kas riechen? Ja, aber wenn das Kasbrot ist, da kann ich ja mit einer Hand spülen. Ne? Und ohne Kasbrot, da habe ich zwei. Das ist ja, da ist man viel geschickter, nicht? Mit den Fingern. Da kann man mehr. Sie werden sehen, der kommt da so ein Bauernwärterhäusl vorbei. Das ist immer so ein Kotscher. Der holt das Spülen zum Fenster hin und wusch, wieder blitzt es durch die Weiß. In die Löcher. Ja. Jetzt tut es wieder so. Ist das wieder so, wie wenn die Maus Angst vor der Katze hätte, ne? Ja, aber schauen Sie, wenn man bei dem Bahnwärterhäusl vorbeifährt, da fährt der Zug langsamer. Da habe ich natürlich eine ganz ruhige Hand, nicht? Und zum Fenster halte ich die Spür nur, damit ich besser sehe, ne? Okay. Kuckucksuhr. Wo ist da eine Kuckucksuhr? Da oben, in dem Backel. Das ist ein Geschenk für meine Schwester. Hansi, wieso schreit die Uhr Kuckuck? Was eine Kuckucksuhr ist, ne? Aber doch nicht unter dem Transport? Warum nicht? Warum? Der Uhrmacher hat es eingestellt, nicht? Und ich rede nichts mehr dran. Nichts. Nein, das ist aber eine komische Uhr, hören Sie. Das Backel liegt flach, man sieht kein Perpendikel und der Kuckuck schreit, hören Sie. Wo gibt's denn sowas? Das ist eine elektrische Kuckucksuhr, nicht? Ja, das habe ich gebraucht, hören Sie. Ja. Ein elektrischer Kuckuck. Sollen wir wegen Ihnen einen Lebenden kaufen, hören Sie? Sonst lassen Sie keine Zeit. Sie sind im Aussterben. Die Vogeln. Das darf ich Ihnen was sagen, gell? Wenn Sie mich jetzt weiter pflanzen wollen, dann sage ich es dem Herrn Schaffner. Sie will in mich jetzt schlafen, ja? Da wird sie auf Granit beißen, mein Lieber. Weil meine Kuckucksuhr ist in der Parkbank und liegt im Gepäckträger. Aber Sie liegen da, aber ich kann schlafen. Und das ist der Unterschied. Wie oft schreit der Kuckuck? Alle Viertelstunde, sagt der Uhrmacher. Tja, wenn Sie nicht dummen, können Sie nur 10 Minuten schlafen. Wieso? Wieso hat er jetzt geschrien? Das war noch keine Viertelstunde.
Das war ein Zwischenruf, nicht? Ist im Parlament ja jetzt auch üblich. Jetzt habe ich natürlich keine Blumen mehr gehabt, nicht? Und bitte, dieses Rendezvous war mir sehr wichtig. Denn diese Dame ist jetzt meine Frau. Ah, da kommt eh schon mein Mauserl. Freispruch. Der nächste Fall. Zimmermann versus Poscher. Was haben Sie mir da angehängt? Ich habe die Vasen gestern bei Ihnen gekauft und Sie haben mir in die Hand hinein versprochen, dass sie echt ist. Ja, ist ja. Und aus dem Reich der Mitte stammt. Stammt, ja. Gestern leichte mit der Taschenlampe hinein, was steht drinnen? Made in Austria. Die Vasen ist ein österreichisches Erzeugnis und hat den fernen Osten nie von der Nähe gesehen. Geben Sie mir mein Geld zurück. Sie betreiben Schwindel mit dem Import. Import könnte ich mir ausreißen, dass ich so blöd war und bei Ihnen was gekauft habe. Nur mit der Ruhe. Denken Sie zuerst einmal anständig nach, bevor Sie über mich etwas Unanständiges denken. Kauft österreichische Waren, bleibt hart, Leute, und lasst den Schilling nicht weich werden. Bei Ihnen ist was weich, und zwar Ihr Bieren. Vorsicht. Statt dass wir die Hand geben und sagen, brav, mein Sohn, Sie verkaufen Inlandsware im China-Look und unser Geld zurück. Das ist ja Landesverrat, was Sie da betreiben. Kommen Sie zu sich her. Was geben Sie denn in die Vasen schon hinein? Heimische Blümchen. Und da muss die Vasen ausgerechnet aus China sein. Sie, ganz Plauderer, was erzählen Sie mir denn da? Was reden Sie mir denn da noch im Bauch? Ich erkläre Ihnen noch einmal. Wenn ich etwas Chinesisches will, dann lasse ich mir von Ihnen keinen inländischen Kas anhängen. Ich habe Sie aber von einem Chinesen. Die Vasen ist wahrscheinlich in Kärnten erzeugt. Weil das Viech davon, was angeblich ein chinesischer Drache sein soll, das ist wahrscheinlich der Klagenfurter Lindwurm. Vielleicht ist er aus der Steiermark, weil Sie haben gesagt, die Vase ist aus der Ming-Dynastie. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich aus Schlafming oder Kröpming. Vielleicht ist er aus Irden, weil es nichts anderes ist als wie ein irdernes Gefäß, das man als Mitternachtsvase verwenden kann. Das war sogar ein Rotchines. Nehmen Sie es zurück oder ich setze Ihnen die Vasen auf, dass mit Ihrem Pomeranzenschädel ausschauen wie ein Mandarin. Herr Poscher, war die Vase nun aus Kärnten? Aus Vorarlberg, aber aus einem sehr roten Gebiet. Ein gelbes Gebiet wäre viel besser. Herr Poscher, ich verurteile Sie hiermit zu einer Geldstrafe, zur Rückerstattung des Kaufpreises und zur Übernahme der Kosten dieses Verfahrens. Was haben wir heute noch? Causa Passauer versus Grotter. Das ist ja unwahrscheinlich. War das jetzt ein Zufall? Woher denn? Hansi, pfeifen, Liedlein pfeifen. Ja, pfeift denn er muss. Hansi, pfeifen. Was soll denn der kosten? 4.000 Schilling. Ein Sonderpreis. Das, ich glaub, den nehme ich. Scheiß Viech, aber mach mal, wie alt der schon ist. Schon lange war her, dass der Schubert Franzl das Lied komponiert hat. Wenn damals der Bobberl dabei war, kaufen sie jetzt einen gefiederten Mummelkreis. Und der kann ihnen demnächst ein paar Ankel reißen. Schon allein wegen der Ortsveränderung. Dann sind sie das Geld los und das Lied hören sie auch nicht mehr. Sagen Sie, meinen Sie wirklich, der unter Umständen, dass der schon über 100 Jahre alt ist? Unter Umständen? Den 100er kann er leicht am Buckel haben. Schauen Sie mal, wie grau der schon ist. Bitte will nichts gegen das Alter sagen. Bin selber schon über 40. Aber ich kaufe mich nicht mehr. Obwohl ich bitte will mich nicht loben, ebenfalls ein paar herrliche Lieder kann. Wissen Sie, bei einem gewissen Alter, da muss man mit allem rechnen. Das gilt für Tier und Mensch.
Warum sollte der Papagei schon so alt sein? Weil er Schubertlingel pfeifen kann? Mein Bub pfeift wie die Ise Werner und ist erst 8 Jahre alt. Ja, das ist nachweisbar. Na eben, ein Kind hat einen Geburtsschein. Und beim Papagei weiß man nie, was genau ist. Der stammt vielleicht nur aus einem 3-Mädel-Haus. Sie kennen ein Bild, da sitzt der Schubert beim Klavier. Rund um die 3 Mauern. Und hinten sitzt der Papagei. Das könnte das sein. Ein Bild schaut er zwar ein bisschen anders aus, aber da war auch noch jünger. Ne? Kannst das aus meinem Chef kommen? Aber Avanti! Bello! Bello! Begleite den Herrn hinaus. Ja, geh schon, bitte. Geh schon, auf Wiederschauen. Sonst verrat, bin ich vogelfrei? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Frau den Papagei die Katze im Sack gekauft hat. Sonst lebt er überhaupt noch? Der wird Sie überleben, guter Mann. Hohes Gericht. Der Bello hat dem Kläger überhaupt nichts gemacht. Er hat ihn nur hinausbegleitet. Das allerdings unwiderruflich. Die Klage wird abgewiesen. So, das war für heute der letzte Fall. Unwiderruflich. Bitte. Am Winkel habe ich den Sacker den Taschenrechner drin, den ich gerade gekauft habe. Der hat jetzt vielleicht was. Was soll er denn haben? Er ist ja weich gefallen. Also ich bin auch einmal weich gefallen und habe eine Gehirnerschütterung gehabt. So ein Rechner ist nämlich empfindlicher wie manches Gehirn. Mal geht's denn, ob er noch geht. Ich tippe jetzt geschwind was hinein. 7 und 5 ist 12. Stimmt es oder ist 7 und 5 13? 7 und 5 ist nicht 12 und ist auch nicht 13. Nein, dann haben sie ihn ruiniert. Lieber Herr, die Summe stimmt, aber man sagt nicht 7 und 5 ist 12, sondern sind 12. Und das muss ich gehen. Moment, mit so blöden Schulbumschwein können Sie mich nicht ablenken. Ich habe auf dem Taschenrechner ein Ist-Stricherl und kein Sind-Stricherl. Wodurch auf diesem Rechner 7 und 5, 12 ist und nicht sind. Wenn es überhaupt stimmt. Also mache ich jetzt die Probe im Zug und die 12, 5 ab, müssten 7 überbleiben. Na, da haben wir es ja. Sie sind ruiniert, es bleibt überhaupt nichts über. Ja, mir bleibt auch nichts über. Es kommt der 48er. Wieso der 48er? Jetzt kommt 1939 raus. Das ist ja mein Geburtsdatum. Sag mal, wieso kommt denn das in den Rechner rein? Sie haben ihn ruiniert. Der 48er ist mein Autobus, auf den warte ich. Sie warten, bis der 7er kommt. Sie passen so auf, dass er ihnen keine Wurzel zieht. Wir sind Feierabend, auf noch. Thank you.